Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nerdgemeinde und wie heißt das Spiel Minecraft? Minecraft. Diesmal hört ihr wieder den Originalton, nicht so wie beim letzten Mal, wo wir mal wieder zu blöd waren. Und ja, wir holen uns jetzt einen Sattel. Nachdem unser Schwein ja sich eh schon so willens gezeigt hat, darunter zu springen. Was machen wir jetzt mit unserem Level? Ach so, ja stimmt, wir wollten uns ja vielleicht einfach einen Bogen verzaubern. Auch wenn das scha... Also ja, weil dazu müssen wir erstmal Bücher bauen. Ja, passt schon. Ich habe nur extra Kühe gesammelt. Und der Fabio. So ein paar Level, zwei Level mehr wären schon geil, dass wir die maximale Verzauberung machen könnten. Ist doch egal. Doch keinen Vorteil haben. Weiß ich nicht. Ich schätze mal schon. Wenigstens ein Ersatz. Was ist das eigentlich für ein Inzuchtgehege? Wieso? Ich Ein weiß paar auch nicht. Generationen gehen noch mal. So ein paar Generationen. Na super. Haben wir nicht. Ach, wir haben den Zucker nie gesammelt. Naja, mal schauen, für wie viel das reicht. Diese scheiß Bücherregale schlucken immer so viel. Okay, irgendwo den Le 32 Bücher reicht für 10 Bücherregale. Ja. Nicht gerade so überragend eigentlich, aber. Dass wir immer noch genug Holz haben, wundert mich. Naja, wann waren wir eigentlich mal Holz holen? Schon ewig her. Erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Ja, wir müssen jetzt auch nicht full haben. Einfach irgendwie ein paar Level wegkriegen oder wie? Genau. Gut, 11 ist halt schon was wenig. Was geht hier jetzt so? Bogen haben wir jetzt nicht dabei. 40, oh, bei. Was? Bei dem Passt. da. Passt schon. Was soll ich jetzt machen? Bogen. Bogen. Geht der noch? Ist egal, oder? Ja. Ja, 24 ist Maximum. Power 3, Power. sehr schön. Schon ein guter Zauber. Mehr Schaden. Okay, dann können wir jetzt hier runterspringen. Nehmen meine Spitzhacke noch mit. Zu unserer wunderschönen, die man nicht übersehen kann. Rampe. Dum, 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 dum. Bam. Sieht, wobei sieht noch gar nicht mal so extrem katastrophal aus. Ja. Jetzt hoffen wir mal, das Ding funktioniert auch. Ja, als erstes würde ich sagen, wir graben mal den Weg nach oben weg, sobald wir oben sind. Dass das Schwein in alle vier Richtungen runterfallen Nach muss. unten müssen wir noch was machen. Heavy. Ja, das ist da auch nicht irgendwo blöd aufprallt. Ins Wasser oder so. Ich glaube, da ist nirgendwo Wasser direkt drunter. Ich glaube, zu dem kommen wir nicht mehr hin. Hoffentlich. Ne, geht. Also grab hier jetzt erstmal das Teil weg. Was soll ich wegkramen? Das wollte ich jetzt eigentlich So, jetzt hier vorne dieses Teil, dass es nicht mehr darunter nicht. Ach so, kann, ja. so ein bisschen. Der wäre schon noch nice. Ja. Grab halt hier einfach eine Reihe weg. Das ist jetzt ja auch nicht so der Aufwand. Doch, sagst du so einfach. Es kann eh sein, dass wir dann auf dem Schwein sitzend einen Block nach dem anderen entfernen müssen, weil das Viech da nicht runterspringt. Was soll ich So. jetzt machen? Einen so einen Jetzt erstmal einen Tunnel. Sattel auf das Vieh draufsetzen. Was habe ich noch nie gemacht?
Ui. Und draufsetzen, Rechtsklick. So, jetzt können wir die Wege außenrum abgraben. Hier ist am sichersten, oder? Ja. Zum Glück dauert das nicht viel länger. Wir hätten es vorher in einem kleineren Gehege einsperren sollen. Spring, Schwein. Ah, nicht in die Richtung. Hier lang, nein. Da lang. Nein. Aber es springt nicht, wie befürchtet. Schlag es mal. Hey! When pigs fly. Also es war jetzt der erste... Wow. Oh, das war jetzt geil. Schau mal, ob du den Sattel jetzt wieder kriegst. Das würde mich mal interessieren. Geil. Geile Scheiße. Aber es wäre echt sonst nicht runtergesprungen, gell? Mhm. Erfahrung. Kein Nein. Sattel. Aber zwei Fleisch. Ja, nice. Also kein Home. Es gibt kein Home. Ja gut, welches Achievement kommt jetzt als nächstes? Skelett. Was? Skelette. Skelett. Gut, dann brauchen wir jetzt jede Menge Grabe. Utensil. Ich will das nochmal anschauen, sonst sieht bestimmt echt geil aus, jetzt hier alles zu haben. Haben wir. Ach scheiße, haben wir nicht. Haben wir nicht. Es fehlen nur noch drei Stück, David. Nicht vier. Stück. Ach, das kommt ja auch noch. Das würde ich jetzt gerne machen. Ja, dazu haben wir noch nicht ganz genug. Das kriegen wir bestimmt, wenn wir den ja, Gang okay, haben. Ja, stimmt. Wo ist denn die Axt? Da. Mach gleich eine drauf. Also wir brauchen ungefähr fünf Spitzhacken oder sowas. Pi mal Daumen. Stein, ja. Was? Sehr billig. Ja, ungefähr 10 auf 50 halt. Das sind 500 Blöcke. Das ist echt billig. Ich dachte, das wäre mehr so ein Gang. 50 und 10 hoch. Und wir brauchen einen Eimer mit Wasser. Wieso? Ja, ganz am Anfang, dass es die Skelette immer gegen den ersten Block. Ach so, ja, ja. Vielleicht schießen wir dann irgendwie den Spawner kaputt oder was? So ein Scheiß, ja. Zuerst fällt uns ja wahrscheinlich ein Creeper rein. Ah, sowas wäre wieder echt witzig. Da würden wir uns alle ja, freuen. Sowas wäre lustig. Gut, dann nehmen wir mal. Mach mal dir fünf Spitzhacken und vielleicht zwei Schaufeln. Sieben in die Mitte einfach. Ja, mach ich ja. Genau. So. Dann noch ein paar Fackeln. Zum Erhellen. Dann gibt's hier kein Essen noch. Einmal Wasser hätten wir auch mitnehmen können. Zum Glück sind wir so entschlossen. Jetzt hoffen wir, dass wir da noch das bescheuerte Eisen für die letzten paar Schienen finden. Mhm, ja, sicher. Wie viel brauchen wir nochmal? So ungefähr 30 waren es, gell? 30 Eisen, Schienen. Weiß ich nicht, mehr, ja, 30 Schienen. Das heißt, 30 mal 6 gibt 180 durch 16 gibt 12 Eisen. Ja, finde ich viel. Da hätte man auch gleich überlegen können, wenn immer 6 Eisen 16 Schienen gibt, dass wir dann für 30 noch 12 brauchen. Wie viele Fackeln haben wir denn da hingeplatzt? Am Anfang. Schon ein paar.
Also man hat halt macht Spaß. Ja, ich liebe diese Spiralen. Ich finde die echt cool. Ich finde das so cool, dass das immer so schön genau mit einem Block passt bei dir. So genau hochgehen kann. Jetzt gleich kommen erstmal wieder die Skelette. Ist ganz schön dunkel. Da unten. Finde ich jetzt so. Jetzt zufrieden. Ja. Gut, dann fangen wir hier einfach mal an. Graben zwei nach unten. Wobei, ich würde auf der höchsten Schicht vielleicht anfangen, oder? Dass wir immer von oben nach unten graben können. Wir müssen jetzt 10 hoch, also würde ich 4 weggraben, danach 2x3 weggraben. Fang mal an. Ich soll. Der erste ist mal, erst mal ein Stück. Okay. Dann schauen wir mal, sagen wir mal, hier beginnen wir so, hier, oder? So ungefähr? Ja. Dann haben wir hier 2 nach unten, dann ist das Reihe 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir müssen 4 in die Decke. Wenn es von oben aus hier rein, ein Creeper hier reinspringt. Ja, dann wäre ich grantig, richtig. Ja. So. Welche Blockreihe sind wir denn hier? Minus 124 ist das, gell? Wo sich bewegt. Ja. Glaub schon, ja. Okay. Geht einfach weiter, oder? Soll ich machen? Ja, jetzt einfach bis ein minus 100. Warte, wird's kleiner oder größer? 174. 74, 75, so in dem Bereich. Ja. 4 hoch. Ja, und einfach, wenn du auf eine Höhle triffst, zumachen. Ja, ja. Und immer wieder Fackel. Gott, da müssen wir gleich noch nachher nochmal, graben wir nochmal durch. Mhm. Dauert zum Glück nicht ewig. Wir haben kein Schwert dabei, oder? Weiß ich nicht. Wenn du eins eingepackt hast, haben wir eins dabei. Jetzt mach ich, jetzt bin ich schon dabei. Zu weit, Fragezeichen. Wie behindert ist das eigentlich? Wie lange braucht ihr, um Spinnennetz wegzumachen? Ach so, jetzt weiß ich auch, was du vorhast. Ich dachte schon, du platzierst jetzt einen Wassereimer. Ich ertränk mich jetzt hier. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So kurz vorm Ende. So kurz vorm Ende. In Anführungszeichen. Ist noch das Ende da. Stimmt, jetzt kommt nur noch das Ende. Was müssen da genau so hoch sein? Die Quest heißt ja sogar The End, gell? Mhm. Cool. Können bleiben. Achso, ich dachte, es backt. Ne, das war ja kein Gravel. Ist einfach zu schnell für diese Welt. Ja, schau mal nach oben, dass du da kein Teil aufgemacht hast. Ich mach nie so ein Ding auf. Jetzt kannst du gleich da auf den Boden eigentlich einsetzen, eine Fackel. Mhm. Das sieht ganz ungut aus. Ja, viel Spaß mit einem geilen Canyon gefunden. Geil. 1, 2, 3, 4. Kann doch jetzt egal sein, jetzt zieh da einfach eine Wand hin. Jetzt passt's.
Wie fließt das hier? Da Block hinlegen. Ich weiß, aber ich meine, wie fließt das hier? Wasser verteilt sich immer, sobald es Platz dazu hat. Sieht auf jeden Fall cool aus jetzt. Willst du nicht rechts links eine Mauer hinziehen? Nicht, dass es irgendwelche Viecher reinrennen? Als wenn bei uns irgendwelche Viecher reinrennen. David, komm bitte jetzt. Werd mal nicht hier. Nein, bei unserem Glück retten wir die gesamte Spinnenarmee, die wir vorhin gezüchtet haben. Brauchst du sehr wahrscheinlich gleich eine Fackel, wenn du das gebaut hast. Mhm. Wir sind sehr wahrscheinlich auch die einzigsten Menschen, die beim Tunnelgraben der Cobblestone ausgeht. Das auch überwunden. Das müssen wir jetzt nur noch zweimal machen. Nicht irgendwie viel Glück wieder, dass wir da auf einmal so durch so eine Schlucht müssen. Zum Glück bin ich nicht zu quer durch. Ja, jetzt gerade weiter, mach keine Handzeichen, das sehen die Zuschauer eh nicht. Aber ich meine, wie witzig das. Gut! Ich meine, wie witzig das wäre, wenn man so einmal so quer durch so eine Schlucht müsste jetzt. Oh. Ich meine, so viel Pech haben wir immerhin nicht. Aber wir haben schon wieder die nächste Höhle angegraben. Immer wenn man wieder mal eine keine haben will, dann findet man wieder tausende von Höhlen. Bitte mach die rechts. Ich hab überhaupt keinen Schiss. Der ist immer noch offen. Ja, ich weiß. Gut. Ich wollte es nur mal anmerken. Haben wir jetzt nicht mal diese bescheuerten paar 50 Blöckchen da? Nee, 175. Schau dich mal um. Was soll ich mal umschauen? Ja, hinter dir, wie weit das ist. Achso, ja, schon ordentlich. Man sieht den gar nicht mehr da. Ja, ich hoffe mal. Wie, du hoffst mal? Ich hoffe mal, dass man ihn da noch sieht. Achso, ich hab gesagt, man sieht ihn dann nicht mehr. Nächste Spinnen bestimmt. Wenn da ein Spinnenspawner ist, durch den wir genau durch müssen, dann kriege ich echt eine Rappel. Also dann, nee, dann ist nicht mehr schön. Nee, da hört's echt auf. Ja, sieht bis jetzt ganz okay aus. Blöd ist, da müssen wir jetzt ja nach unten lang graben, gell? Ja. Immer bereit, hey, wir haben keine Eisenspitzhacke. Gehst doch immer wieder vom Block runter. Wir schaffen's. Ich probiere zu erkennen, wo die Reste sind, aber. Hey, ein Emerald vernichtet. Gleich haben wir's. Fehlt nochmal das gleiche. Plus eins. Plus zwei. Nicht, ach so, 10 hoch. Ich dachte 9 hoch. Na, ich würde sicherheitshalber mal 10 machen. Was? Ich würde immer mindestens eine Toleranz einrechnen. Vielleicht haben wir irgendwie Pech oder so. Sind wir jetzt nicht schon? Ja. Aber das Eisen hier wollte ich jetzt. Ich wusste nämlich, dass da Eisen kommt. Deswegen dachte ich mir, mache ich das gleich mal mit. Brauchen wir noch irgendwas, wo wir uns nach unten graben können, deswegen jetzt, ich setz mal wieder eine Fackel. So, jetzt 3 nach unten. So in etwa? So. Und das sind jetzt nur 2, die du weggräbst. Warum mache ich nicht gleich alle? Ja, kannst du auch machen, wenn du 6 Stück graben kannst, aber das ist immer so anstrengend, nach oben zu graben. Ja, okay. Sich nicht wenigstens umschauen vorher. Nee, nee. So habe ich fast explodieren, das ist scheißegal. Ich bin da immun gegen. Dann ziehen wir hier jetzt gleich eine Wand ein. Nein, machst die Wand gleich so, wie wir sie brauchen. So, hier entlang. Da, 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 genau.
Zombie-Spawner! Zombie-Spawner. Den ignorieren wir jetzt einfach. Sagst du es einfach? Jetzt zieh die Wand bitte mal endlich fertig. Ich kann es nicht anschauen. Kannst du nicht. Das wäre ziemlich genau die Höhe, wo wir dagegen schießen würden. So, die andere Seite noch. Ja, gleich. Jetzt chill ein bisschen. Ich chill erst, wenn du hier eine saubere Wand rechts und links hast. Lustig wird echt wieder die Schlucht. Weil das Wasser müsste jetzt eigentlich gehen. Ja. Das ist halt echt spannend. Das tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Vielleicht machen wir es im Zeitraffer. Ja. Dann hören wir jetzt ungefähr an, aber... Ab jetzt im Zeitraffer oder so, oder vielleicht auch schon vorher. Das hört ihr jetzt gar nicht. Ja doch, aber halt ungefähr 10 Oktaven höher. So, und jetzt sag nochmal genau, wie du es machen willst. Wir machen es so. Wir nehmen Wasserblock. Wir töten alle Fackeln bis auf die obere. Bauen so. Hauen die oberste weg. Bam. Gehen hier rein, bis ein Skelett spawnt. Versuchen das hier rein zu lotsen. Sobald es reinfällt, machen wir es so und laufen okay, weg. Okay, klar, ja. Wird uns ja einfach. Okay. Wie kann man Pfeile kann man doch auch irgendwie bauen, oder? Und jetzt, ja,
Und theoretisch müssten wir hier oben gegen den Block zielen, wo die Fackel hängt ungefähr. Dahin müssten wir zielen. Okay. Ich meine Pfeile, wie kann man die nochmal craften? Feder, Holzstock und Flintstone. Wie kommen wir hier nochmal raus? Ja, das haben wir jetzt zugebaut, jetzt nach rechts dadurch. Ja, direkt da vorne an die Wand hin und dann nach... Nein, nicht die. Doch. Na gut, die konnte man sogar. Ja, jetzt kann es sein, dass du uns einen Gang jetzt freigelegt hast. Hm? Nee, hast du nicht, gut, passt. Wir könnten mal ein paar Pfeile mitnehmen. Einfach mal ein paar Probeschüsse machen, mal schauen, wo die hingehen. Ach so, ja. Ey, warum nicht gleich mit Ding? Weil wir dann schon mal wissen, wohin wir, und wenn wir die Pfeile dann wiederholen gehen, haben wir keine Skelette, die uns nerven. Ach, die kann man wiederholen, stimmt. Ja, das vergesse ich immer. Ich mach das auch nie auf mit dem Pfeil. Wir könnten uns auf halbem Weg einen Block von der Decke hängen lassen, der 5 runter ist, auf den wir dann zielen können. Bis dahin dürfte es ja wohl ein bisschen abfallen, der Pfeil, dass er unten durchgeht. Mhm. Irgendwas zum Zielen, ne? Ja, wo muss ich jetzt nochmal hin? Da. Dann können wir gleich schlafen. Perfekt. Die Höhlen überall. Das ist ein Skelett. Töten wir es gleich mal. Hat es vielleicht einen Pfeil? 2 Pfeile mehr. Ich kann es doch jetzt einfach immer daneben schießen lassen und dann kann ich die ganzen Pfeile einsammeln. Nee, die Pfeile von Skeletten kann man leider nicht aufsammeln. Ach so. Das ist ja doof. Ja, Federn und Flintstone brauchen wir eh nichts für was anderes. Eh nicht für was anderes. Ja, aber ich glaube, wir haben keine Federn. Ein paar bestimmt. Weißt du, wie anstrengend es wäre, überhaupt Hühner zu kriegen, ein bisschen? Ja. Für dieses Ei. Also hier haben wir gar nichts von dem, was wir gebrauchen können. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir 9 Federn. Und wir können uns einen Bogen mal hernehmen. Also mitnehmen. Jo, gut, warte mal. Also jetzt haben wir hier noch die da. Den da. Das müsste dann auch reichen. Wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, das sind 9, 10, 11, 12, 7. Also haben wir jetzt halt 15,5. Plus 11. Eisen. Ja, also. Ein Eisen wäre halt echt noch praktisch irgendwo, dass wir... Da ist noch eins, ah, sehr gut. Achso, hier haben wir hier noch... Ach, klar. Locker. Locker. Schlafen. Wieder wach. Also sie haben 15,5 mal 64. Cut. Okay. Ja, wenn wir es nicht beschleunigen. Doch, wir haben es beschleunigt, aber wir machen jetzt schon eine halbe Stunde. Ach so, ja, okay. Dann bis gleich. Ja, übrigens müsst ihr...